herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie versprochen gibt es heute ein Q&A-Video mit Carmen. Hello. Sie war ja im Umzugsvideo dabei und ihr wart sehr begeistert von ihr. Deswegen, Jaren, komm her, habe ich gedacht, ich lade sie mal ein für ein Q&A-Video über das Thema Auswandern und so weiter und so fort. Das hat euch sehr interessiert. Und ihr habt uns Fragen gestellt in YouTube und in Instagram und die werden wir jetzt mal beantworten. Yes. Und zum Start, Jaren, komm her. Darf die Carmen jetzt mal erzählen, wie sie nach Chile gekommen ist? Das hat sie nämlich euch noch nie erzählt. Genau, also erstmal vielen Dank für eure ganzen lieben Kommentare. Ich hatte es irgendwie Angst, dass er mich ankackt. Nein, der kackt mich einfach. Okay. Er ist dicht. Er ist sehr gut, er ist dicht. Ja, also bei mir war ich irgendwie schon immer so dieser Wunsch, eine Zeit lang in Südamerika zu wohnen. Aber irgendwie war das immer so ein Ding im Kopf, also so eine Idee, aber es hat sich irgendwie nie konkretisiert. Also ich habe in Freiburg Eventmanagement studiert und dann auch dort in Eventagentur gearbeitet und war da auch happy und hatte ein cooles Team und alles. Und es gab irgendwie keinen Grund, warum ich das quasi so abbrechen sollte. Aber es gab halt immer trotzdem diesen Wunsch, so eine Zeit lang irgendwie in Südamerika zu wohnen. Gar nicht speziell Chile, sondern einfach ja, im südamerikanischen Raum. Und dann hat sich bei meinem Freund, der auch Deutscher ist, die Möglichkeit ergeben, hier seinen Master zu machen in Chile. Und ja, irgendwie hat es sich einfach direkt so richtig angefühlt. Also es war so, okay, es gibt da die Möglichkeit. Und dann bespricht man halt als Paar natürlich so, okay, sollen wir diesen Zweig irgendwie da weiter rein sliden oder weiter gucken oder dem nachgehen. Und alles in mir hat so ja geschrieben, ich will das unbedingt machen und in ihm auch. Und dann hat er quasi sich, was heißt beworben, also es war so ein Miteinhergehen irgendwie, dass er dafür die Stelle interessant war und er musste sich ja wie nochmal so offiziell quasi bewerben und wurde dann auch angenommen und dann war die Sache echt gegessen. Ich habe tatsächlich auch so richtig aus der Emotion heraus, obwohl es noch gar nicht 100% sicher war, meiner damaligen Chefin dann bei Slack geschrieben, oh Gott, können wir reden? Ich war einfach so, ich bin da so ein Emotionsmensch irgendwie. Okay. Und ich habe einfach gemerkt, okay, das ist nicht einfach nur irgendeine Idee, sondern das wird jetzt was. Und dann haben wir direkt geredet. Das war dann so, okay, jetzt gucken wir erstmal. Ist ja vielleicht noch nicht sicher, aber ich habe so gespürt, das wird was. Und dann sind wir auch ein paar Monate später tatsächlich aus Freiburg dann ausgezogen. Erzähle ich das gerade so detailliert? Nee, ich finde es, also... Ich glaube, das wird eine Katastrophe. Also wir wollen wahrscheinlich zwei Teile machen. Im Teil 2 werden wir damit starten, wie wir uns kennengelernt haben. Das, genau, aber jetzt tuned. Genau, aber jetzt darf Carmen erstmal noch zu Ende erzählen, wie es dann, also, ja. Ja, aber du musst mich unterbrechen, weil ich finde keinen Punkt, das ist mein Problem. Ich unterbreche dich dann einfach. Okay, gut. Ja, jedenfalls haben wir dann quasi unsere Wohnung gekündigt, unsere Jobs gekündigt. Also da war auch für uns beide klar, beziehungsweise mein Freund hat damals dann eben den Master gemacht, da war irgendwie klar, es soll einfach wirklich einen Cut geben, deswegen war für mich auch wichtig zu kündigen und nicht einfach nur irgendwie ein Sabbatjahr zu nehmen oder so. Und dann die Wohnung aufgelöst. Und dann war eigentlich der Plan, direkt nach Chile zu sliden quasi, aber Corona hat dann irgendwie alles ein bisschen erschwert und wir waren dann quasi wohnungslos und haben dann mal bei Freunden gewohnt, bei meinen Eltern, so wie ihr ja. Ja, auch, also ne? Voll die Parallelen. Voll die ähnliche genauso Story dann irgendwie. Uns, ja. Und es war auch richtig emotional alles und irgendwie nervenaufreibend, aber man hat sich mal wieder gesagt, okay, jetzt chill und wieder Reset irgendwie, dass man dann nicht sich zu verkopft, weil sonst wäre man da verrückt geworden, bei euch ja wahrscheinlich. Ja, ja, also auch mit dem Visum, wie lange das gedauert hat. Bei dir war es ja noch schlimmer. Ja, es war halt bei euch war das nicht mehr so mit der Pandemie, ne? Doch, doch, also doch, bei uns war auch das Problem mit der Pandemie. Also wir haben ein halbes Jahr aufs Visum gewartet. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir gewartet haben. Bei mir war das Problem, ich konnte es erst gar nicht beantragen, weil die Schranken quasi zu waren. Ach, stimmt, stimmt. Nee, das war bei uns nicht mehr. Also die Grenzen waren wieder auf, aber genau quasi, als wir es beantragt haben und dann ist dieser ganze, von 1,5 Jahren, die ganzen genau. Visumsanträge, ja. Alle so bam, auf ja. Irgendwie gefühlt 10 Mitarbeiter. Und deswegen hat es halt so lange gedauert. Ja, voll. Genau, das war da irgendwie, das ist für mich schon wie, das ist, als ob es ein Traum wäre, obwohl es erst 2 Jahre her ist, aber ich kann es gar nicht mehr richtig alles so greifen irgendwie, ja. Weil es, ja, es war irgendwie so eine intensive Zeit, aber... Dann haben wir es letztendlich endlich geschafft, quasi das Visum war da und alles. Ah ne, stimmt, das Visum war ja gar nicht da, fällt mir gerade ein. Ich bin ja dann als Touristin. Freddys Visum war da. Genau, also von ihrem Freund das genau, Visum kam. Mein Freund Freddy war das Visum da, meins aber nicht. Und es war, ich weiß gar nicht, das kann man gar nicht alles zusammenfassen, was da alles problematisch war irgendwie. Aber letztendlich habe ich dann gesagt, okay, ich habe jetzt die grundlegenden Dinge, die man braucht, um einzureisen. Ich reise jetzt einfach als Touristin ein
und musste dann tatsächlich 3 Monate später nach Deutschland zurückfliegen, um das Visum persönlich abzuholen. Und dann hatte ich jedes Mal, bevor ich wieder nach Chile geflogen bin, auch noch Covid. Ja, genau. Und du warst nochmal, also du warst einmal wieder in Deutschland, um das Visum zu holen. Ja. Und dann warst du noch einmal wieder in Deutschland. Genau, wegen einer Hochzeit, wo ich Trauzeuge war. Und wegen anderen Events. Ja. Okay, also warst du zweimal wieder dort. Ja. Genau. Und ich, genau, du bist aber vor 2 Jahren hergekommen. Ja. Und ich bin vor knapp eineinhalb Jahren hergekommen und ich war noch gar nicht in Deutschland. Aber ich fliege in weniger als 2 Wochen nach Deutschland. Wenn ihr das Video seht, dann bin ich wahrscheinlich gerade in Deutschland. Ah, krass. Das ist für mich auch so surreal, irgendwie, dass du nach Deutschland gehst, weil ich halt Agnes hier kennengelernt habe in Chile. Und natürlich, wir sind 2 Deutsche, aber ich kenne sie nur in diesem Kontext. Das war auch, als wir uns das erste Mal in so Winterklamotten gesehen und es war so, was? Keine Ahnung, weil du für mich so eine, ja, du bist so, ich guck, weiß nicht, assoziiere dich mit Chile irgendwie auch. Also, ja, same. Also voll. Es ist irgendwie witzig. Obwohl wir halt uns alles, ja, wir sind natürlich, wir reden auch auf Deutsch und alles. Aber. Ja, aber wir können, also das finde ich, das ist mir gestern eingefallen. Das war keine Frage mit irgendwas, aber das muss ich jetzt mal kurz anwerfen. Ich finde es so verrückt, wir haben 3 gemeinsame Sprachen. Also ich habe mit den ganzen Deutschen, die ich hier kenne, haben wir 3 gemeinsame Sprachen. Mhm. Also Spanisch, Deutsch, Englisch. Und je nachdem, in welchem Kontext man sich dann trifft, wenn da zum Beispiel Chilenen dabei sind, dann unterhält man sich mit den deutschen Freunden trotzdem auf Spanisch. Und es ist total interessant, dass man diese vielschichtige Möglichkeit der Kommunikation hat und dann teilweise auch Wörter aus einer Sprache benutzt, die es in der ersten Sprache quasi nicht gibt, um quasi noch mehr Emphasis zu, wie sagt man auf Deutsch, um noch mehr Betonung auf eine bestimmte Sache zu legen. Voll. Witzig, ich habe da gestern auch drüber nachgedacht, als ich dir geschrieben habe, irgendwie so, ich bin hier gerade noch ein, darf man Scheiße sagen? Ja. Wir sind alle erwachsen hier. Ich weiß ja nicht, wie, ich wollte sagen, ich bin hier noch ein scheiß Taco. Also Taco ist halt Stau, aber Taco ist irgendwie nochmal so... Das ist halt so in Santiago der Stau. Genau, also dieser scheiß Taco hier in Santiago, irgendwie der Stau, weiß nicht, ja. Also es ist halt nicht so ein Stau wie in Deutschland, da ist ein Unfall oder so, sondern hier ist halt immer... zu einer bestimmten Uhrzeit, in einer bestimmten Gegend ist immer Taco. Ja, wahrscheinlich wie in allen großen Städten eigentlich, aber... Oder vielleicht noch nicht, ich habe... Ja, also, ja, in Deutschland habe ich halt immer gesagt, ich stecke im Berufsverkehr. Genau, ich meine, es ist ein Berufsverkehr, jetzt hört sich das so und jetzt ist es so, scheiß Taco, ja. Ja, also das ist irgendwie interessant. Aber das ist jetzt ja noch, ist ja eigentlich ein schlechtes Beispiel, es gibt ja noch so ganz andere Beispiele wie, keine Ahnung... Quico oder Flight. Genau, sowas, richtig Flight oder richtig Quico oder keine Ahnung, eben. Ja. Es sind so Wörter irgendwie... die ich auch gar nicht richtig wüsste, wie ich die im Deutschen so sage. Ja. Also, und das ist dann wieder cool, dass wir einfach so reden können. Ja. Oder genauso wie wenn man in der Metro steht und dann ist so, boah, hier ist gerade so laut, dann weiß ich irgendwie, du weißt, was ich damit meine, irgendwie, weil du genau hier auch schon irgendwie... Oder wenn dann Musiker in der Metro sind und spielen und so. Ja. Da muss man dann irgendwie nicht viel erklären. Ja. Okay. Es war aber eigentlich keine Frage, ne? Nee, es war keine Frage. Jetzt starten wir mit den Fragen. Starten wir mal random mit irgendeiner, oder? Ja. Okay. Ich fühle mich gerade wie bei so einem Bewerbungsgespräch. Nein, Spaß. Aber du hast doch alles schon, du hast doch schon die Herzen aller meiner Zuschauer gewonnen. Mhm. Danke für eure Kommentare. Ich bin weggebrochen, weil es so lustig war, irgendwie diese Kommentare zu lesen. Weil ich dachte, what? Also, ich fand es cool, dass ihr mich cool. Side note, wenn ihr mehr von Carmen sehen wollt, sie möchte jetzt zeitnah anfangen mit mehr Instagram-Content. Oh Gott, Agnes, das war... Das schauen wir mal. Nein, da gibt's kein Zurück mehr. Du hast zu mir gesagt, du willst es machen. Ich verpflichte dich jetzt. Ich blende euch unten den Benutzer ein, das ist Kamakami, und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und erinnert sie regelmäßig daran, lustigen Content für euch zu kreieren. Sie wird Influencer. Ja. Fangen wir mit der Mode an. Für mich würde ein Vergleich der Mode in beiden Ländern interessieren. Zieht man sich zum Weggehen oder beruflich anders an, zum Beispiel bauchfrei im Büro? Hat sich für deinen Mann modisch etwas verändert durch das Auswandern? Ist die Mode in Chile den gleichen Trends unterlegen? Ist sie mutiger oder natürlicher? Und sind Frauen häufiger oder weniger geschminkt? Also das ist eine krasse Frage. Ja, das war schon eine krasse Frage. Ja, voll detailliert. Ja. Also ich finde es, dass es viel weniger um Mode geht als in Deutschland. Also die breite Bevölkerung hat einfach, glaube ich, nicht die Finanzen, um ständig neue Sachen bei Zara zu kaufen, so wie das die Deutschen machen. Also der normale Durchschnitts-Chilene, glaube ich, der hat einfach Sachen an, die funktionieren. Aber es gibt natürlich Kreise, also kleine Kreise, die Geld haben,
also überdurchschnittlich viel Geld haben oder gerade halt junge Frauen, die da schon drauf achten. Vermehrt bei Zara würde ich sagen, bei H&M gibt es die gleichen Sachen wie in Europa zu kaufen. Habe ich auch das Gefühl, also ich war nicht so oft dort jetzt irgendwie, aber wenn man so vorbeigeht und man sieht ja Banner mit Werbung und so weiter, habe ich auch das Gefühl, dass die Werbung, dass die Mode sich sehr ähnelt. Ja, irgendwie. Genau. Also die, sagen wir mal so, es macht halt keinen Sinn für Zara oder H&M jetzt eine extra Südamerika-Kollektion zu machen, weil der Markt halt nicht so groß ist. Die schaffen halt einfach die Sachen hier rüber, die sie in Deutschland wahrscheinlich nicht verkaufen oder vielleicht auch nicht, aber die machen jetzt nicht extra Linien oder so für Südamerika. Das Einzige, was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass die Schuhe für Frauen hier eigentlich alle Plattformen haben. Deswegen habe ich hier noch keine Schuhe gekauft, weil ich so schon 2 Meter groß bin. Nee, ich bin 1,80 groß und eben, die haben alle Plateau. Das ist richtig krass. Du hast ja auch alle Schuhe, die du hier gekauft hast, haben Plateau, oder? Ich glaube, ziemlich alle haben Plateau, ja. Also vor allen Dingen auch Turnschuhe und so. Also du kriegst, Stöckelschuhe gibt es auch ohne Plateau, aber viel mit. Aber so normale Sandalen und Turnschuhe haben eigentlich alle Plateau. Ja, es ist mega krass. Also, ja. Und ich finde, dass hier vor allem, also ich stimme dir auch dazu, was du sagst, halt, dass diese breite Masse, oder ja, ich muss anders sagen, ich finde es schwierig, diese Frage zu beantworten, weil es hier solche Unterschiede gibt, irgendwie auch von den sozialen Schichten irgendwie. Und auch solche krassen Gaps irgendwie. Und dann, also es kommt hier auch in Santiago, die Stadtteile sind so heftig unterschiedlich. Also wenn du zum Beispiel in das Viertel fährst, wo ich Nachhilfe gebe, deutsche Nachhilfe, die Leute, die sehen zum einen aus wie Münchner mega reiche Menschen irgendwie. Also einfach nur, ich habe jetzt irgendeine Stadt genannt, in der man viel Geld hat. Ja. Genau. Und dann geht es in ein anderes Barrio, das sind auf der Straße dann irgendwie nur Secondhand-Klamotten irgendwie aus. Das ist dann wie in Berlin oder so. Ja, aber so, das kannst du, oder noch, also ja, viel krasser halt irgendwie noch. Ja, oder ja. So. Und das finde ich halt, ja, deswegen da schon voll schwierig, einfach so Generalisiertes irgendwie zu sagen. Was ich aber finde, was in Santiago mir bei vielen jungen Menschen auffällt, und was jetzt mir auch ein paar Freunde bestätigt haben, dass hier irgendwie so diese japanische Mode irgendwie so ist. Das ist echt? So, das ist so ein bisschen so nicht, wie nennt man diesen nicht Gothic-Stil, sondern so Gothic mit japanischem... Ja, so Anime-mäßig. So nicht Cosplay, aber so... Wie nennt sich das? Keine Ahnung, aber ich glaube, ihr wisst, was ihr meint. Ja, also die haben dann zum Beispiel so, also natürlich voll mit Plateau, irgendwie schwarze Boots irgendwie, die voll hoch sind und dann sind hier Tattoos ja sowieso... Also ich finde das hier mega... Ja, also hier ist jeder tätowiert und es wird so viel krasser offen getragen, auch im beruflichen Kontext. Richtig krass, wie offen die hier mit Tattoos umgehen. Das ist halt normal einfach. Ich glaube, da... bin ich, die kein einziges Tattoo hat, irgendwie eine Rarheit. Also, genau, also Tattoos voll viel und auch Piercings und Leute haben halt vor allem diese bunten Haare. Also diese viel mehr bunte Haare, Also bunte Haare ist so ein mega riesen Ding hier. Oder dass die Haare irgendwie so zweischichtig gefärbt sind. Also unten blond und oben brunett oder so. Also ja, aber vielleicht ist halt auch, wir sind hier auch in der Hauptstadt, muss man einfach auch sehen. Also klar, wenn du nach Berlin gehst, dann sind da auch krassere... ist eine krassere Mode irgendwie als jetzt bei mir im Schwabenlindli. Also ich finde auch, wenn man aus Santiago rauskommt, dann hat sich sehr schnell ausgemodet. Total. Die Leute wirklich einfach nur das an, was funktioniert. Und haben auch gar nicht, du kannst in so einer, die meisten der Städte, oder es gibt ganz wenige Städte, abgesehen von Santiago, die wirklich richtig groß sind. Die meisten anderen Städte sind wirklich richtig klein und da findest du keinen Zara oder keinen H&M. Da gibt es halt nur so normale Boutiquen, die halt Inhaber geführt sind und die verkaufen halt, was sie kriegen. Aber ich muss auch sagen, dass ich schon, du musst halt aber diese Mode auch mögen, dieses Secondhand-mäßige und so, aber ich mag es halt auch oft, da gibt es natürlich auch vieles, was man nicht tragen würde, aber oft findet man auch richtig coole Sachen in solchen Läden irgendwie, aber ja, es ist, nee, auf keinen Fall findest du dann irgendwie Sarah oder Herrn oder so, auf keinen Fall. Irgendwie so Secondhand. Und ich habe auch, also das ist jetzt nur unsere Wahrnehmung, aber ich habe auch genau die gleiche Wahrnehmung, dass wenn du aufs Land gehst oder so, dass da... spielt keine Rolle mehr, Mode. Und auch grundsätzlich, wenn ich das jetzt mit anderen Ländern vergleiche, wie irgendwie Mädels aus Venezuela, Freundinnen aus Venezuela oder so, die kleiden sich einfach so viel hotter, oder was heißt hotter, nee, aber viel freizügiger, genau. Und das ist, finde ich, bei den Chilenen nicht so intensiv. Oder hier war ja auch die Frage mit bauchfreiem Büro. Ich habe genau das Gegenteil des Gefühls, dass sie hier traditioneller irgendwie sind im Büro. Aber ich kann es nur sagen von meinem Freund jetzt. Also der arbeitet in einem Institut hier für solare Energien. Und da, also in diesem Bereich zumindest, da ist mein Freund, wird immer als der Hippie bezeichnet und alle lachen immer so, der Hippie.
im Büro, weil er sich halt so meiner Meinung nach normal kleidet irgendwie. Ja, er hat schon einen das finde ich gar nicht, sagen wir mal alle, aber hä? Also ihr Freund, der verkörpert richtig dieses, wie soll ich das sagen, also wie soll ich das sagen, ohne dass es blöd klingt, aber ich mag das voll, ich finde, der ist voll so relaxed, so ein bisschen öko, irgendwie so voll easy going, er ist eigentlich, wenn man ihn sieht, dann denkt man, er ist voll der Weltenbummler, so Surfer-Dude und ihr habt ja jetzt auch einen Campervan und so, halt einer, der irgendwie voll halt mit dem Flow geht und so und er verkörpert das halt auch einfach in sich. Also es ist jetzt nicht unbedingt nur das T-Shirt oder sowas, was er anhat, sondern es ist einfach, du schaust ihn an, hörst ihn reden und es ist einfach seine Art. Mhm. Aber wie nennt man das so, weil ja, ich sehe das immer gar nicht so, ich denke immer irgendwie... Ja, okay, vielleicht ist es dann auch wirklich so, dass man das irgendwie sieht, keine Ahnung. Ja. Aber er wird immer der Hippie benannt, als Hippie benannt. Ja, er sieht auch, also er wirkt auch wirklich wie ein Hippie. Okay, weil ich denke, und dann sagt er, dann geht mir irgendwie was einkaufen, dann sagt er, das kann ich nicht ins Büro ziehen. Ich so, was, auf jeden Fall, ist doch egal und so weiter. Und ja, vielleicht komme ich da, weil ich komme aus der Kreativbranche und in der kleinen Kreativagentur irgendwie, vielleicht habe ich da einfach eine andere Wahrnehmung. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie hier viel... konservativer sind, was irgendwie den Kleidungsstil im Büro angeht. Aber zum Beispiel würde man jetzt bei dir im Büro im bauchfreien Büro gehen, das auch nicht. Das ist ganz interessant, weil bei mir ist es so, ich arbeite ja auch für ein Institut an der Uni und da ist es ganz krass, weil es gibt halt die Personen, die quasi Professoren sind oder leitende Angestellte und die sind schon normal angezogen und dann gibt es diese Assistentenjobs und die Sekretärinnen. Das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber es ist wirklich halt einfach ist krasser Geld. Abgesteckt, ja. Also dann gibt es halt diese Assistentinnen, die halt auch oft viel weniger verdienen und die machen wirklich, also die sind wirklich für meinen Geschmack manchmal zu crazy angezogen. Also die gehen wirklich bauchfrei. Echt? Krass. Ja. Und haben auch bunte Haare und Tattoos all over und Piercings und wirklich, ja, also da sind sie wirklich, also zumindest an der Uni sind sie da ganz offen, was diese Art von Jobs angeht. Als Professor oder Professorin wahrscheinlich nicht so, aber wenn du quasi so einen, in Anführungszeichen, unwichtigeren, niedrigeren Job hast, dann kannst du machen, was du willst. Und ich bin tatsächlich auch schon nicht bauchfrei ins Büro gegangen, aber schon quasi so, dass ich hier so einen Schlitz hatte. Das kann ich schon machen. Und zum Beispiel in dem Team, wo ich arbeite, da gibt es auch eine Teamassistentin, die meiner Meinung nach eigentlich die meiste Arbeit von allen macht für das Projekt, aber die trotzdem natürlich von der Hierarchie her niedriger angesiedelt ist, eher so wie ich. Und die ist auch also wirklich an den Händen tätowiert und ja, also die kann auch machen, was sie will halt von ihrem Aussehen her. Es ist halt wirklich nur, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, in Anführungszeichen, wenn du quasi... Parkangestellte oder so zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Aber also selbst da siehst du Tattoos. Tattoos ist normal. Ja, Tattoos ist wirklich gar kein Thema. Aber die haben zum Beispiel noch so richtige schicke Kostüme an oder steht in so einem Porträt mit so einem richtig. Ja, so Blusen, so weiße Blusen. Ja, also so. Das finde ich. Aber guck mal, das ist voll interessant. Ich bin jetzt richtig gespannt auch auf die anderen Fragen noch, weil wir ja gerade schon so Unterschiede von der Wahrnehmung voll merken irgendwie. Ja, das stimmt. Also ist spannend. War da nochmal irgendeine Frage? Warte, ich kontrolliere nochmal, ob wir alles beantwortet haben. Achso, für meinen Mann hat sich nichts verändert. Der geht in Polohemd. Polo-T-Shirt im Sommer und im Winter mit einem normalen Pullover, das war's. Also ich finde, mein Freund hat sich voll verändert. Ich finde, der geht da voll geordnet zur Arbeit, aber ist anscheinend nicht so. Ja doch, es kann ja schon sein, dass er geordnet ist, echt. Aber er verkörpert halt trotzdem diesen... Ja zum Beispiel, der läuft halt barfuß bei der Arbeit rum, aber das finde ich voll normal. Also, what? Das ist doch normal, dass du im Büro deine Schuhe ausziehst. Das ist doch viel entspannter. Und dann sagen sie halt, das habe ich einmal in meinem Leben gehört. Und zwar auch nur, dass jemand erzählt hat, dass in einem Geologieinstitut barfuß gelaufen wird und dass es voll weird ist. Ich habe immer meine Schuhe ausgezogen. Noch nie in meinem Leben war ich in einem Büro, wo jemand die Schuhe auszieht. Krass, ich habe immer die Schuhe ausgezogen und aber auch die Socken. Also, ja, und also Freddy macht es halt nicht immer, weil dann heißt es gleich der Hippie. Aber dann ist es vielleicht auch nicht so. Okay, das finde ich aber, also das geht nicht überall. Also mich stört es nicht. Aber ich weiß, dass das geht nicht überall. Ich finde es voll anstrengend. Warum geht es nicht? Also warum muss man... Also Arbeitssicherheit. Außer die Füße stinken, aber... Sonst. Arbeitssicherheit. Aber es kommt halt passieren. Ja, es kommt drauf an. Also ich habe auch im Büro gearbeitet, aber halt in der Fabrik. Ja gut, in der Fabrik würde ich mir manche Schuhe aussehen. Oder habe ich, würde ich, aber sollte man nicht, ja. Nee, aber es ist trotzdem eine Arbeitssicherheitsfrage, weil du halt auch vielleicht anders umknicken kannst, die Treppen runterfahren kannst, mit dem
was weiß ich, dir kann was auf den Fuß fallen, der Drucker fällt um oder du rollst mit dem Stuhl über deinen Fuß und brichst den Zeh oder das sind halt einfach so Arbeitssicherheitsthemen. Vor allem Sachen, die mir passieren würden. Ja, oder auch Hygienefragen, also Fußpilzinfektion oder sowas. Also nein, keine Ahnung, aber es kann schon, also ich bin ja Personaler, also es kann schon sein, du weißt ja alles. Wenn du jetzt alle barfuß laufen und dann verbreitet sich dann eine Fußpilzepidemie und dann kannst du halt sagen, ey, mein Arbeitgeber, der ist schuld an meinem Fuß und es ist dann Arbeitssicherheitsthema. Also ich meine, das Beispiel hatte ich noch nie, aber es ist bestimmt für Schwimmbäder, ist das bestimmt ein Thema. Oh, okay, ja, ich werde meine Schuhe nicht mehr ausziehen bei der Arbeit, aber ich arbeite ja mittlerweile zu Hause. Also. Ja. Aber wenn ich jetzt nachher vergibt sich, doch, aber da... Das ist ein kultureller Unterschied, dass Deutsche halt zu Hause, also in der Wohnung, in geschlossenen Häusern, ihre Schuhe ausziehen und Chilen nicht. Ja, also zum Beispiel bei mir zu Hause, also bei euch zu Hause merkt man, dass ihr irgendwie so ein deutscher Haushalt seid, ja. Weil hier die Schuhe ausgezogen werden, was ich auch voll gut finde, aber bei mir zum Beispiel zu Hause werden die Schuhe nicht ausgezogen. Also ich wohne in einer WG mit zwei Chilenen und einer Französin und ja, mein Freund und ich wohnen nicht zusammen, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Und da läuft man mit den Schuhen rein und das war für mich am Anfang so schwer, aber ich könnte da auch gar nicht sockig rumlaufen, weil dadurch, dass ja alle mit den Straßenschuhen da rumlaufen, will ich da irgendwie auch nicht mit meinen Socken rumlaufen. Also jetzt nicht dreckig auf dem Boden, aber es ist halt einfach dann... Aber hast du jetzt Hausschuhe oder wie machst du es? Ich habe halt meinen Birkenstock, mit denen ich da rumlaufe. Also ich kann nicht bei mir zu Hause mit Straßenschuhen rumlaufen, da fühle ich mich einfach nicht wie zu Hause. Nee, vor allem dann setzt du dich aufs Sofa oder irgendwie Schuhe an, so. Ja. Ja. Ja, das ist aber ein kulturelles Ding. Wobei, weißt du was, die haben da auch zu Hause mal Flipflops oder so an, aber... Ja klar, wenn du aus dem Bett kommst. Ich meine, es ist ja, ich denke, bei Chilenen ist es ja auch nicht so, dass die wachen ja nicht morgens auf und ziehen sich dann Sneaker an. Nee. Wahrscheinlich nicht, also keine Ahnung, die werden wahrscheinlich schon auch irgendwie eine Art von Haus schon haben. Ja. Aber ich habe jetzt noch nicht, also... Aber man würde jetzt zum Beispiel bei uns, also in Deutschland würde man ja... Es gibt es schon auch, aber man würde ja niemals eigentlich einfach mit den Schuhen reinlaufen. Also, kommt drauf an. Höchstens bei einer Feier. Ja gut, okay, da. Dass man halt sagt, ja, lass die Schuhe an und genau. So, ich putze morgen den Boden. Genau, lass die Schuhe an, ich muss morgen eh putzen. Ja, so. Ja, genau, aber es ist nicht automatisch. Nee. Aber hier in Chile, wenn du die Schuhe ausziehst, dann ist gleich, oh Gott, ich habe keine Hausschuhe für dich oder so. Ja, genau. Aber ja. Okay, das war zum Thema Mode. Also, wie viel haben wir schon? Oh ja, krass. Ich sehe das irgendwie echt. 25 Minuten. Ich komme gerade so auf den Punkt, ich habe so viele Gedanken, die ich eigentlich... Aber ich glaube, wir machen drei Teile. Ich glaube, wir machen so eine Serie draus, oder? Lass uns mal ein Kommentar, ob es euch interessiert. Ob ihr wollt. Wie sagt man denn Daumen hoch? Ja, Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Was vermisst ihr beide am meisten in Deutschland außer Freunde und Familie? Vor- und Nachteile am Leben in Chile? Oh, wow, okay. Also ich habe mir schon öfter Gedanken darüber gemacht, weil die Frage kommt jedes Mal. Ich auch und ich kann nie was sagen. Ich bin gespannt, was du sagst. Autobahn. Ich vermisse das Autofahren, die Autobahn. Also ich weiß, es ist eine Umweltsünde, aber ich liebe Autofahren. Wenn ich jetzt nach Deutschland komme, ich wollte eigentlich immer im Zug fahren, aber die Verbindungen sind eine absolute Katastrophe. Deswegen habe ich mich dann mit zwei lachenden Augen für einen Leihwagen entschieden. Ich kann es auch verstehen, vor allem nach so langer Zeit. Vielleicht fährst du ja hier nie Auto. Oder? Ja, das mit dem Führerschein bei mir ist ja auch so kompliziert hier. Und deswegen... Ja, also da freue ich mich schon voll auf. Deswegen habe ich jetzt auch, also was heißt nicht deswegen, aber es hilft natürlich. Also ich freue mich drauf. Aber sorry, Autobahn, weil du da so brettern kannst? Ja. Ja. Weil es kann, ja, es gibt ja schon, es ist ja nicht jede Autobahn überall offen, aber sagen wir mal so, ich bin halt auch ein bisschen verwöhnt. Ich hatte halt immer schnelle Autos. Also nein, andersrum. Ich hatte früher, hatten wir gar kein Auto oder voll die Schrottkarren, weil wir nie Kohle hatten. Und dann irgendwann... Durch glückliche Umstände bin ich an ein schnelles Auto gekommen. Also ich habe das alte Auto von meinem Mann dann bekommen, weil er ein neues hatte. Ich meine, das war ein Mercedes SLK, aber der war halt 22 Jahre alt. Also es war halt eigentlich ein uraltes Auto. Aber der hatte halt so viel PS und es war halt so spaßig, einfach mit dem zu fahren. Ja. Und den hatte ich halt viele Jahre. Und oder wir beide, mein Mann ja vorher, den hatte er schon gehabt, als wir zusammenkamen. Und ich liebe einfach schnelles Autofahren. Ich weiß es nicht gut, aber... Ich bin auch voll die Raserin, aber ich weiß nicht, ob ich es unbedingt mag, aber ich mache es einfach. Also bei mir ist es genau umgekehrt, ich bin eigentlich so keine Raserin in der Stadt und so, geblitzt, ich bin immer voll in der Regel und alles. Ja, nee, noch nie. Krass. Also ich behalte mich immer an alle Regeln und so, aber wenn halt die Autobahn frei ist und offen, dann ist halt schon wenn die Regel es zulässt. Genau, und wenn halt auch nicht viel Verkehr ist natürlich, ne? Weil du willst auch niemanden gefährden. Aber ich habe zum Beispiel, wo ich gewohnt habe, zwischen Erlangen und Neumarkt, die A3, glaube ich. Ich vergesse schon solche Sachen wie A3 oder A6, aber es ist die A3. Ja.
Und die war halt eigentlich fast die ganze Zeit offen. Und dann, wenn du an Nürnberg vorbei bist, dann ist eigentlich fast kein Verkehr mehr, außer im Berufsverkehr. Also wenn du da am Wochenende oder mittags oder nachts oder so, dann ist da halt, das ist dreispurig, nee, stimmt nicht, zweispurig und offen und kein Verkehr. Und es ist halt geil dann gewesen irgendwie immer. Und halt immer zu meiner Mutter und so. Ja, das ist halt hier nicht so, ne? Nee, keine Chance. Also abgesehen davon, dass ich eh nicht Auto fahren darf hier, offiziell, oder es ist eine Grauzone. Abgesehen davon ist es ja hier, gibt es ja nichts Offenes. Also das Maximum ist ja 120, glaube ich. Und das 120 ist ja langsam, also 120 ist ja schon eine Qual für mich. Ja, und deswegen ist es gut, dass wir so eine Schrottkarre jetzt gekauft haben, weil du kannst ja maximal 90 fahren. Okay, dann machen wir weiter mit deinem, nee, was du am meisten vermisst. Muss ich das jetzt beantworten? Ja, also ich habe gesagt, ich vermisse Autofahren am meisten. Ach, oh Gott, ich dachte irgendwie, dass ich dir die Frage überlassen kann, weil ich finde die Frage immer so schwierig. Das fragt man immer, und was vermisst du am meisten? Das ist so mit, oder bei mir mit das Erste, was mich hier... Ja, aber abgesehen von Freunde und Familie. Nee, aber ich meine, das ist das mit das Erste, was mich hier Leute fragen. Ja. Also, und was vermisst du am meisten aus Deutschland? Dann kommt oft sie, ja, Deutschland ist ja so grau. Ne? Naja, für mich ist wahrscheinlich was anderes, aber das, was mir gerade direkt in den Sinn kommt, sind halt so Lebensmittel irgendwie. Also für mich, ja. Oder das Ding ist halt, ich ernähre mich ja hauptsächlich vegan und für mich sind halt so manche Sachen, die einfach Hauptbestandteil meiner Ernährung sind, wie zum Beispiel veganer Joghurt, das findet man hier schon, aber gut, du hast ja wahrscheinlich noch nie veganen Joghurt gegessen, oder? Mhm. Aber ich habe schon alle möglichen durchprobiert. Zum einen sind die so teuer, es ist abartig und zum anderen schmecken die einfach immer so süß. Und wenn ich halt Naturjoghurt essen möchte oder in meinem Rezept Naturjoghurt brauche, dann bringt mir kein Fruchtjoghurt, der einfach nur nach Stevia schmeckt. Und das ist auch echt was, wo ich... Das stimmt, Naturjoghurt gibt es gar nicht hier. Richtig. Auch nicht im normalen Kuh. Ich brauche ja laktosefreien Joghurt und da bin ich auch sehr eingeschränkt. Da gibt es eigentlich nur eine Marke, die das herstellt. Und der ist auch gesüßt. Warum ist Naturjoghurt, Mann? Warum wird es gesüßt? Tranquila. Aber es regt mich auf dieses... Das ist wirklich... Lebensmittel ist echt so ein bisschen ein Thema, dass es hier andere Sachen gibt. Alles so gesüßt ist. Also das finde ich extrem. Ja. Beziehungsweise du kriegst dann schon auch andere Sachen, aber die Preise sind hier halt einfach teilweise echt... da wird es ja schwindelig. Also es ist so krass, wenn du zum Beispiel einen Saft trinkst, also diese billigen oder normal erschwinglichen, die einfach der Großteil der Menschen hier auch nur sich leisten kann, weil die anderen einfach... Ja, also Natursaft ist schon heftig teuer. Ja, also du findest dann, glaube ich, schon Natursaft, so ein O-Saft, aber der kostet dann halt mal 8 Euro oder so, die so eine Flasche. Käse, Leute, ich meine, du isst kein Käse, aber Käse, abnormal teuer. Echt? Also so ein kleiner Camembert, also wirklich, das sind ja, die runden Camembert, die Packungen sind hier kleiner. Das ist quasi, in Deutschland gibt es so die normalen, die so halt ein bisschen größer sind, und die kleinen. Und hier gibt es nur die kleinen und da kostet einer locker 7 Euro. Also es ist richtig krass, brutal. Ja, ist echt krass. Also nicht immer und überall, die sind dann manchmal im Angebot, aber wenn du jetzt einfach so sagst, oh scheiße, ich will jetzt sofort irgendeinen Camembert und gehst einfach in irgendeinen Supermarkt, dann kannst du schon mal 7 Euro zahlen. Was ich auch das Gefühl habe, also ich denke mal, dass es bei tierischen Produkten auch so ist, aber auch bei anderen Sachen, es gibt irgendwie, also jetzt in Deutschland zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach das Beispiel Käse, da gibt es dann von verschiedenen Marken, von Camembert, gibt es von verschiedenen Marken verschiedene Kategorien und so, dann kannst du von günstig bis teuer was erhalten. Und hier gibt es gefühlt halt ein Ding. Ja. Und was auch so heftig ist, du hast an einem Tag zum Beispiel diese vegane Milch, die ich immer hole, die kostet mich am einen Tag rund 2 Euro, am anderen Tag kostet sie plötzlich 4 Euro. Und das ist dann nicht irgendwie innerhalb von Monaten, sondern es ist wirklich von einem Tag. Am Mittwoch kostet sie so viel und am Donnerstag kostet sie so viel. Oder sie ist 2 Monate gar nicht mehr erhältlich. Ja, das ist echt ein Problem hier, weil die halt sehr abhängig sind von den Importen aus dem Ausland. Und mir wurde das so erklärt, dass halt die Containerschiffe, die quasi um die Welt fahren, die fahren überall hin, die starten in Asien, fahren nach Europa, fahren nach Nordamerika, fahren nach Brasilien, fahren unten rum und dann irgendwann kommen, vielleicht fahren sie auch nicht unten, vielleicht fahren sie auch in den Panama-Kanal, aber Chile ist die allerletzte Station, bevor sie quasi in Asien wieder aufgeladen werden oder wo auch immer. Und viele Containerschiffe fahren hier überhaupt nicht bis Chile. Das heißt, wenn dann mal was ausverkauft ist, ein ausländisches Produkt, dann kann es sein, dass es 3, 4, 5 Monate nicht mehr verfügbar ist. Und dann hast du einfach Pech. Also wenn du ein Lieblingsprodukt hast, dann was wirklich aus dem Ausland ist, zum Beispiel mein Waschmittel, was ich benutze für die Waschmaschine, kaufe ich das von Frosch hier. Das gibt es beim Humbo. Und ich habe das gekauft immer auf Vorrat, weil mir ist es dann schon passiert, dass es das dann 3 Monate nicht gab. Oder ohne Vorwarnung. Okay. Ja, genau. Also das ist dann auch nicht, da kommt dann halt einfach kein Containerschiff. Ja. Ist dann halt einfach so. Da merkt man schon teilweise, dass wir hier irgendwie so am Arsch der Welt sind. Ja, wir sind echt am Arsch der Welt. Ja, voll.
Und ich reg mich halt dann auf, weil ich bin irgendwie jetzt noch in der Position, ich habe halt noch irgendwie Erspartes aus Deutschland. Ich verdiene hier gerade nicht so, also bei weitem nicht so viel Geld, wie ich in Deutschland verdient habe. Nicht, weil ich in Deutschland wahnsinnig viel verdient habe, aber einfach, weil ich hier, egal, ist noch ein anderes Thema, gerade... Gehen wir dann nochmal drauf ein. Genau. Aber ja, ich habe irgendwie, das ist für mich ja so ein Luxusproblem, so, oh, irgendwie will ich gerade dieses Geld nicht ausgeben. Ich könnte es irgendwie theoretisch, aber ich reg mich dann auf, ich stehe dort und ich koche innerlich, weil ich denke, wow, irgendwie hier ist der Mindestlohn, sind hier 430 Euro umgerechnet so im Monat. Die Preise sind dann aber so hoch und ich denke mir so, wie soll das gehen? Viele kaufen dann halt auch einfach nicht irgendwie im Supermarkt ein, sondern auf den Märkten und so, was auch voll cool ist, wo ich auch voll gerne einkaufen gehe. Aber ja, also um das kurz runterzubrechen auf die Anfangsfrage, ich würde sagen, was ich am meisten vermisse, was mir jetzt direkt so einfällt aus Familie und Freunde, sind wahrscheinlich so Produkte irgendwie. Aber natürlich... Die leichte Zugänglichkeit. Genau, die leichte Auswahl. Richtig, die leichte Zugänglichkeit. Du findest dann die Sachen schon. Also wenn ich dann hier mit Freunden rede, so, oh Mann, ich hätte so gerne irgendwie Tapioca-Stärke. Das ist doch keine Ahnung, das ist jetzt auch gerade was Spezielles. Aber das habe ich noch nie gehört. Halt, ja, das ist aus der veganen Küche. Aber zum Beispiel eben veganen Joghurt oder so. Und dann ist so, hey, ist doch kein Problem. Das gibt es doch in dem und dem Laden, in dem und dem Barrio. Ja, dann musst du dann halt mit dem Bus eine halbe Stunde fahren. Sorry, fahre ich halt nicht dafür. Ist halt sehr dezentral alles. Ja. Und auch sowas wie... DM oder so. Ja, finde ich schon irgendwie. Man gewöhnt sich so daran und weiß mittlerweile, wo man andere Sachen kauft. Aber DM ist halt irgendwie so ein Luxusding. Da gehst du hin, da hast du alle deine ganzen Drogerieprodukte irgendwie, die auch irgendwie die Qualität haben, die du willst. Und das ist, glaube ich, für mich der größte Nachteil, dass du dich hier auch bei gekauften Produkten nicht auf die Qualität verlassen kannst. Mein Lieblingsbeispiel sind immer Scheren, ganz normale Haushaltsscheren. Kaufst du in irgendeinem Laden eine Schere, die benutzt du einmal, dann fällt die auseinander. Ja. Und in Deutschland, da musst du schon wirklich Pech haben. Da, also sagen wir, wenn du im Grabbeltisch beim Aldi eine Schere kaufst, dann ist die... Was ist das Ding? Am Grabbeltisch. Das ist doch für Babys, die da krabbeln können. Nein, nicht krabbeln, grabbeln. Also diese... Kuscheltisch. Ja, genau. Wenn du da einfach reinlangst und irgendein scheiß Aktionsprodukt rausziehst, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit tausendmal besser von der Qualität als das, was du hier in den normalen Läden kriegst. Und das auch noch teurer ist dann hier. Also, ja, viel teurer. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt oft nicht so. Ja. Jetzt sind wir irgendwie zu dem Nachteil rübergerutscht, ne? Ja. Vorteil für mich auf jeden Fall das Wetter. Ich meine, jetzt ist Winter, muss man akzeptieren, kann man halt nicht ganz umgehen, außer man wohnt am Äquator. Aber dieser heiße, richtig brütend heiße Sommer, der wirklich 6 Monate, oder naja, 6 Monate nicht, aber so 4 Monate wirklich fast garantierte Hitze. Ja, es ist einfach länger auch, ne, der Sommer. Länger. Und eben dieses Garantierte. Garantiert. Also in Deutschland ist es ja echt so, du willst zum Beispiel, du willst heiraten oder deinen Geburtstag feiern und so, oh Gott, scheiße, was mache ich, wenn es an dem Tag regnet? Das kannst du gar nicht so langfristig planen oder du brauchst nur einen Plan B, so was machen wir, wenn es regnet? Gehen wir nächste Woche Mittwoch in den Biergarten? Ja, auch wenn es nicht regnet, ja. Und hier ist so, du kannst dich eigentlich zu 99% drauf verlassen, dass es 30 Grad hat. Ja. Oder 25. Wobei man auch echt sagen muss, dass, also ich bin aus dem Süden Deutschlands und da meine ganzen Freunde, ich meine, wir waren jetzt halt auch schon letzten Sommer, warst du ja auch nicht in Deutschland, ne? Nee. Aber die haben alle gesagt, es ist so abartig, so heiß halt. Und auch dieses Jahr ist jetzt auch schon wieder mega heiß, aber es ist halt kürzer irgendwie gefühlt alles. Ne? Es sind weniger heiße Monate und du kannst halt trotzdem immer ein Hitzegewitter haben in Deutschland und Niederschlag oder Wind oder dass dann doch mal irgendwie 2, 3 kühle Tage dabei sind. Und hier ist es wirklich... eine Kontinuität halt. Du kannst dich halt wirklich drauf verlassen eigentlich. Sagen wir gerade so, und die letzten Tage irgendwie so Weltuntergang. Ja, es ist Winter. Aber es war wirklich, es ist Winter. Und es war auch wirklich speziell. Also ja. Es war ja wirklich eine Außergewöhnung. Also zum einen haben wir gerade El Niño, was ja alle paar Jahre wiederkehrt, dieses Wetterphänomen. Und das ist jetzt gerade das Problem, also es wurde auch geschrieben in Fragen, ob die Überschwemmungen hier in Chile uns tangieren. Also es gab hier, oder es gibt immer noch, in Maule vor allem, glaube ich, und so, starke Überschwemmungen. Das Problem ist, dieses El Niño-Phänomen ist normal, aber was nicht normal ist, ist, dass wir gerade in einer warmen Wetterperiode sind, obwohl es Winter ist, und wir deutlich über 0 Grad haben. Und der ganze Niederschlag in den Bergen, der würde normalerweise als Schnee fallen und liegen bleiben. Und weil die Temperaturen so hoch sind, ist das alles runtergeregnet und hat das Ganze, also ist als Wasser runtergekommen und deswegen sind die Flüsse alle so angeschwollen. Und hier gibt es halt auch nicht so strenge Bauvorschriften. Das heißt, viele bauen halt illegal voll nah am Fluss, weil das halt dann toll ist, da können sie ihre Viecher tränken und so. Ja, und die ganzen Buden sind jetzt halt natürlich alle weggeschwemmt. Ciao. Ja, das ist, ja, halt ist so heftig. Ja. Also ihr hattet ja hier kein Problem, aber bei mir hat es einfach in die Wohnung auch reingeregnet. Ich war jetzt letzten Tag im Norden, da habe ich davon nichts mitbekommen, aber meine Mitwohner haben mir einfach Videos geschickt, wie es in den Stromkasten reinregnet. Ja. Und ich so, ah ja, okay, passt. Das sind halt alte Gebäude hier, die, also
Die Häuser hier sind halt nicht auf Winter gebaut, sondern auf Sommer, weil der Sommer hier einfach viel länger ist. Und was natürlich teurer ist, Häuser gut zu isolieren und teurer ist, Dächer über Jahre dicht zu halten. Ja. So, was passiert ist, dass die Leute halt nicht wirklich viel Geld haben zu investieren in ihr Zuhause oder dass dann Gebäude sind mit mehreren Wohnungen, die vielleicht unterschiedlichen Leuten gehören und das dann aber nicht so eine Eigentümergesellschaft ist, wie das in Deutschland üblich ist. Und dann wird das Dach halt undicht. Ja, das ist extrem. Und das im Winter, dann will ich auch noch kurz was dazu sagen mit dem Wetter. Du warst du letzten Winter auch da? Du kamst im Winter. Ja, genau, ich kam im Winter. Aber ihr wart in einer anderen Wohnung. Also ja. Agnes und ich haben schon ganz andere Lebenssituationen so von Wohnungen her. Also ja. Ich wohne in so einem Altbau einfach. Und hier ist ja schon, also jetzt sind wir sowieso hier in einem Totalneubau und auch schon davor konntest du gar nicht vergleichen die Wohnungen. Und deswegen, dir war auch im Winter nie so kalt, ne? Also doch, ich habe richtig gelitten, weil die Heizung, also wir hatten ja, das Thema habe ich ja schon oft diskutiert auf dem Kanal, wir hatten ja eine Heizung in der Wohnung, aber hier in Chile werden ja die Heizungen, wenn es angibt, per Datum aktiviert und nicht per Temperatur. Das heißt, die Heizung wird am 15. Mai oder 1. Juni aktiviert, aber es kann im April schon kühl werden. Das wusste ich gar nicht, dass das mit dem, dass das so datumsdienlich ist. Ja, doch. Auch mit den Piscinas, mit den Pools. Ja. Also auch wenn es quasi, die werden auch an einem gewissen Datum wird es eröffnet und an einem gewissen Datum wird es geschlossen. Und das Wetter spielt dabei keine Rolle. Was überhaupt keinen Sinn macht. Nee, irgendwie halt echt nicht. Nee, also. Aber ist halt so. Und wir haben am Anfang richtig krass gefroren, weil als wir eingezogen sind, waren vorher die Handwerker da und die haben alle Fenster aufgelassen. Und da war gerade eine kühle Periode. Und wir hatten, glaube ich, so um die 10 Grad in der Wohnung die ersten ein, zwei Wochen. Und da habe ich wirklich richtig gelitten. Und dann haben wir aber Heizkörper gekauft, zwei Stück. Und es war aber schwierig, weil das ja eine sehr große Wohnung war. Nur mit diesen zwei Elektroheizungen, also da hast du keine Grundtemperatur sozusagen. Es ist ja auch, du machst die aus und dann ist es wieder kalt. Genau, es ist sofort wieder kalt. Ja, weil die Nachbarn ja auch keine Heizung an hatten, weil das ganze Gebäude hatte ja noch keine Heizung. Also ja, das ist wirklich, also da habe ich gelernt dieses Jahr draußen. Ich habe letztes Jahr, dachte ich so, nee, ich kaufe mir keine Heizung, voll die Umweltsünde hier irgendwie die ganze Zeit zu heizen, weil meine Fenster, das ist halt auch einglasig. Heißt es einglasig? Ja. Einfach verglast. Einfach verglast. Und die sind auch alt einfach. Total alt. Also du heizt quasi gefühlt gerade raus irgendwie. Deswegen dachte ich, nee, ich kaufe keine Heizung und so. Es war der schlimmste Winter meines Lebens von der Kälte her. Und bei mir auch. Jetzt ist krass. Also ich habe noch nie im Winter so gefroren, weil in Deutschland gehst du halt nach rein. Und es ist halt warm. Und es ist warm, genau. Und da war es so, die Kälte war in den Knochen und du konntest der Kälte nicht entfliehen irgendwie. Es war so schrecklich. Es war echt schlimm. Vor allen Dingen, das ist auch so ein Thema in Deutschland. Das ist so lustig, ich musste so lachen, weil jetzt ja letzten Winter in Deutschland dieses Thema mit der Ölknappheit und Energiekrise und so. Und dann, dass die Zimmertemperatur gesenkt wird auf, ich weiß gar nicht, wann, 20 Grad. Und ich dachte mir nur, lol, Zimmertemperatur, dieses Konzept, das existiert hier gar nicht. Also egal, wo du hingehst, öffentliche Räume werden auch einfach nicht geheizt. Nee. Also wenn du zum Beispiel in die Uni gehst, in die Vorlesung, da hat es einfach im Vorlesungssaal irgendwie 12 Grad oder so. Aber das ist dann nicht so, oh mein Gott, alle frieren so. Das ist halt eine Mütze an und eine Jacke. Genau, auch in den Schulen, also die Klassenzimmer, die sind alle nicht beheizt. Da hat es dann halt 15 Grad im Klassenzimmer. Und in den Büros auch nicht. Also in dem Büro, jetzt wo ich bin, wo meine Kollegin sitzt mit den Handtattoos, Alter, da hat es bestimmt plus 13 Grad in dem Büro. Aber das ist halt hier so. Ja, das, genau. Also mein Freund, man gewöhnt sich dann irgendwie dran, aber er meinte auch am Anfang immer so, das kann doch nicht sein irgendwie. Ja. Er ist zur Arbeit und da haben halt alle, das ist ja auch dieses Typische, da haben dann halt diese Handschuhe quasi für die Arbeit, wo die Finger dann ausgespart sind, damit du noch tippen kannst, aber halt die Handschuhe irgendwie. Aber irgendwie regt mich das auch ein bisschen auf, muss ich sagen, in Deutschland genau diese Diskussion dann irgendwie so, oh mein Gott, jetzt müssen wir da die Temperaturen senken. Ja. Wir werden erfrieren mit 90 Grad. Genau, was für ein Luxus. Und dann siehst du hier halt irgendwie auf dem Dorf, Häuser, das sind keine Häuser, das sind irgendwelche Bretter aneinander gestapelt irgendwie. Da kannst du reinschauen durch die Schlitze. Genau, also das ist, da fühlst du, da gefühlt tippst du einmal drauf und das Ding fällt um, wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern Und dann regt man sich irgendwo anders auf, so, wir müssen jetzt die Temperatur um 2 Grad senken. Ich verstehe natürlich auch, dass man, wenn man so in seiner Welt lebt und so, dann hat man halt irgendwie diese... Ich verstehe auch, dass es unangenehm ist, so zu arbeiten. Auf jeden Fall. Ich arbeite ja auch zu Hause und mir taten ja auch die Gelenke weh und die Finger. Alles tut weh. Ja. Und klar will man das nicht, wenn es auch anders geht. Aber man muss sich halt auch mal vor Augen führen, wie viele Leute, für die es gibt, für die es keine Diskussion ist. Ja, voll. Also die überhaupt keine Wahl haben oder die nie auf die Idee kommen würden, sich über sowas aufzuregen, weil die halt nicht mal ihr Essen bezahlen können. Oder die sind froh, überhaupt einen Job zu haben. Und ich finde, da hat es schon geholfen, also weil wir können ja immer noch uns überhaupt nicht beschweren, keine... Nee, wir sind eigentlich die obere Gesellschaftsschicht hier. Auf jeden Fall, also ihr sowieso nochmal mehr, aber auch ich lebe über dem Durchschnitt, über dem Standard auf jeden Fall der Hauptbevölkerung. Ja.
Hauptteils der Bevölkerung. Aber trotzdem, man hat einfach, man kann sich das irgendwie mehr vor Augen führen. Deswegen, es war wirklich schrecklich letztes Jahr mit dieser Kälte. Das macht auch was mit der Stimmung und allem natürlich. Ja. Aber man hat irgendwie trotzdem so ein bisschen die Sicht verändert gekriegt, finde ich. Voll. Also man hat echt eine Lektion gelernt irgendwie über Wertschätzung von alltäglichen Sachen. Die vermeintlich alltäglichen Sachen. Genau. Ich bin mal gespannt, wie lange sowas anhält, weil oft vergisst man sowas auch einfach direkt wieder. Ja, vor allem jetzt in dem Haus hier, wir haben richtige Fenster. Das ist, ich war bei Agnes und so, what? Ich habe hier sowas noch nie gesehen. Es ist so ein richtiges Fenster einfach. Ja, es ist Kunststoff, also wie in Deutschland, Kunststoffrahmen, doppelt verglast. Neu. Sieht man doch da auch, oder? Ja. Also das, einfach, du kannst es richtig, auch mal sogar eine Schiebetür, also so, what? Krass, ja. Und die schließt, die schließt einfach bei mir, ist so, Also die schiebst du dann zu, aber du merkst, da greift auch nichts, also wenn du den Haken umlegst, dann macht es irgendwo so. Ja, genau. Also das macht nichts für die Isolierung und bei so einem richtigen Fenster, wenn du das umlegst, dann macht es ja auch mechanisch, dass das Gummi quasi fester wird. Hier merkst du richtig so, klick, das macht auch so. Ja, und eben das Gummi zieht sich so. Mein Mitbewohner macht sein Fenster mit einem Draht zu. Also einfach nur, damit es zusammenhält. Aber das, da ist halt nichts zu. Dann ja, irgendwie. Nee. Also das ist schon krass. Ich glaube, jetzt fragen die sich so, wie es bei mir zu Hause aussieht. Wahrscheinlich, oder? Es sieht so wunderschön aus in der WG. Es sieht wirklich richtig cool aus. Es ist halt ein Altbau. Es gibt auch in Deutschland Altbauten, wo es einfach zieht und wo die Fenster alt sind, weil halt nicht investiert wurde. Ich denke, man kann sich so ein bisschen wie eine deutsche Altbauwohnung auch vorstellen. Das ist relativ ähnlich. Vielleicht kann ich mal ein Foto einblenden von einem Wohnzimmer. Das sieht echt ziemlich cool aus. Also der Style ist echt richtig nice. Habe ich alles selber eingerichtet. Nein, Spaß habe ich nicht. War schon so. War echt schon so. Okay, versuchen wir mal zur nächsten Frage überzugehen. Soll ich mal von oben anfangen? Wie schnell habt ihr die Sprache gelernt? Also hier steht du, aber... ich meine, bei mir wisst ihr es, ich habe ein Jahr, also als wir wussten, dass wir nach Chile gehen, haben wir angefangen, Privatunterricht zu nehmen, mein Mann und ich zusammen, bei einer Kolumbianerin, zweimal die Woche, 1,5 Stunden, glaube ich, Und das war knapp ein Jahr vorher und dann kamen wir so mit B1, B2-Niveau hierher. Habt ihr da eine Probe, einen Test gemacht? Das sagst du jetzt einfach so, als das denkst du einfach. Es wäre mal voll interessant, so einen Test zu machen, ne? Ja, also wir haben das schon auch besprochen, sie hat uns auch ermutigt, einen Test zu machen, aber wir hatten dann so viel zu tun mit dem Auswandern, dass wir auch keinen Bock hatten, auf einen Test zu lernen. Und habt ihr auch nicht gebraucht? Also nee, haben wir auch nicht gebraucht, also war auch wurscht. Das Problem, also die Sache war, wir sind nicht ganz lehrbuchmäßig vorgegangen, weil wir haben halt gesagt, wir müssen hier leben und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir total den Fokus setzen aufs Sprechen. Ja, und macht jetzt auch viel mehr Sinn. Genau, und jetzt nicht auf Rechtschreibung zum Beispiel, was man ja auch machen könnte. Boah, kann ich gar nicht, glaube ich. Und also ich tue mich auch zum Beispiel mit den Tildes, also mit den, wie heißt das? Mit den Strichen. Ich weiß nicht, wie man das auf diese Akzente? Accent aigu heißt das auf Französisch. Keine Ahnung. Also mit den Strichen über den. Es gibt ja hier manche Wörter, die haben quasi diese Akzente. Es gibt zum Beispiel tu mit Akzent und tu ohne. Also du und dein. Und eins davon hat einen Akzent und eins nicht. Also TU mit oder ohne Akzent. Ich kann mir nie merken, was du ist und was dein ist zum Beispiel. Aber guck mal, das hört man bei tu was, tu tasa oder tu. Hört man es tu? Dann ist es du mit Akzent, oder? Ja. Ah ja. Ja, aber das sind so, aber das Problem kostet du auch eigentlich. Nee, weil ich habe ja überall Autokorrektur. Also ich habe am Handy eine Autokorrektur, ich habe am Laptop eine Autokorrektur. Ich muss sie auch benutzen. Also wenn ich jetzt wenn ich es per Hand schreiben würde, dann hätte ich wahrscheinlich schon viele Rechtschreibfehler. Also du wahrscheinlich weniger als ich, aber... Inzwischen ist es besser geworden, seit ich beim Institut arbeite und den ganzen Tag E-Mails schreibe. Und dann wirklich, der mir immer die gleichen Fehler unterringelt und irgendwann bleibt es dann schon mal hängen. Aber das Ding ist halt, man spricht ja hier irgendwie auch gefühlt kein Spanisch, sondern Chilenisch irgendwie. Und dann sind irgendwie Wörter... wie Guatico oder Brichio, was weiß ich, weiß da, keine Ahnung, wie du das schreibst, oder ich weiß es mittlerweile, weil ich es halt nachgeguckt habe. Achso, aber bist du fertig? Wir kamen her und dann haben wir noch ein halbes Jahr sowohl mit der Kolumbianerin weitergemacht, als auch einen Präsenzkurs in der Uni, wo mein Mann arbeitet. Voll gut. Ja, wir hatten dann dreimal die Woche oder viermal die Woche teilweise Spanisch, das war richtig heftig, weil wir haben auch jedes Mal Hausaufgaben aufgekommen. Und deswegen bin ich dann auch in diesen Burnout reingeschüttet, den ich dann hatte. Ich habe einen Krampf, deswegen rufe ich mich. Sorry. Genau, aber das war wirklich richtig heftig. Und dann haben wir C1 haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Gibt's B3? Nee, gibt's nicht, ne? Ich glaube, B2 und C1, oder? Ja, aber C1 haben wir, glaube ich, nicht gemacht.
Ich glaube, wir haben nochmal, also in der Uni haben wir jetzt... Aber da habt ihr dann einen Test gemacht? Nee. Da, ja, ja, also ich glaube, man könnte sich das Zertifikat ausstellen lassen, aber whatever. Das sind ja auch so, ja, egal. Es ist alles nicht so strukturiert wie in Deutschland. Aber wir haben zwei Semester quasi in der Uni noch gemacht. Also ein halbes Jahr, zweimal dran. Nee, ein Jahr muss es ja dann gewesen. Nee, kann ja nicht sein. Nee, wir sind... Ich kann mich da gar nicht richtig erinnern. Aber also wir sind im Februar angekommen, und dann, oder Anfang März, und dann hätte der Kurs eigentlich schon angefangen. Und wir haben dann, sind quasi noch rein in den, der schon lief. Und dann haben wir noch den Kurs. Ich glaube, wir haben B1 nochmal gemacht. Ich glaube eigentlich, wir haben B2 und C1. Ich meine auch B1, B2, B2, C1. Also C1 kommt mir gerade sehr hoch vor. Ich weiß gar nicht, was eine... C1 ist eigentlich schon fast Muttersprache. Ja, ich glaube, was ist das höchste C2? Ja. C2 ist das höchste. Also ich habe, glaube kein C1, oder? Ich weiß es nicht. Nee. C1 glaube ich nicht. Glaub ich schon. Du hast, glaube ich, nicht den Wortschatz für C1. Also du, nee. Chilenisch vielleicht, aber Spanisch? Nee, aber auch Chilenisch nicht. Also nee, weil C1 ist ja... Muttersprachenniveau, nee. Ja. Also nee, auf keinen Fall. Also C1 ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ihr könnt es ja mal korrigieren in den Kommentaren, ist C1 Muttersprache und C2 ist quasi Übermuttersprache, also quasi Wissenschafts... Ciao, nee, ich habe niemals Muttersprache. Also ich... Mein Englisch ist auch nach wie vor besser als mein Spanisch. Ja, mein Englisch ist auch besser als mein Spanisch. Wobei wir auch letztens mal geredet haben, dass es total schwierig ist, wenn man in eine Situation kommt, in der man Englisch reden muss. So, da kommt so ein Wortspaghetti raus oder keine Ahnung. Also nennt man das so ein Wortsalat, meine ich. Was? Ja, das stimmt. So ein Kauderwelsch kommt da raus. Irgendwann ist man ist so frustriert, weil man denkt, hey, ich kann doch echt viel besser Spanisch als viel besser Englisch als Deutsch. Englisch als Spanisch. Das ist voll kompliziert, dann zu switchen. Aber man kriegt es nicht hin. Ich bin jetzt inzwischen, weil ich im Institut wird auch Englisch gesprochen. Nicht immer, die Reunion ist am Freitag, also die Meetings am Freitag sind in Spanisch, aber das meiste sonst ist auf Englisch. Das heißt, wenn ich dann mit einer Person ein Meeting habe, dann spreche ich auf Englisch. Und am Anfang war es ultra schwer, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Man muss einfach wieder reinkommen. Ich habe jetzt auch wieder mit einer Freundin, die aus den USA ist, irgendwie angefangen, mehr irgendwie zu quatschen, und dann kommst du auch wieder rein. Aber die ersten Male, vor allem ganz am Anfang fiel es mir schwer, als ich so neu Spanisch gelernt habe, irgendwie dann fiel es mir super schwer, irgendwie ins Englische zu switchen. Bei mir auch, richtig krass. Das ging dann gar nicht. Also da konnte ich quasi ich konnte mein gutes Englisch nicht benutzen, und stattdessen musste ich meine richtig beschissene Spanisch benutzen. Genau, dann so, oh mein Gott. Das war so, ich konnte keine Sprache mehr. Aber das Ding ist halt, also, oder ja, ich, warst du fertig? Dann sag ich ja, ihr erzählt mal von dir. Nee, weil ich wollte eigentlich gerade noch weiter, aber ich muss, glaube ich, erstmal erzählen, wie ich es gelernt habe. Also ich habe in der Uni Spanisch gelernt, ich habe International Event Management gelernt, und weil es ein internationaler Studiengang war, war da halt auch Spanisch mit drin und auch recht viel Spanisch. Das war aber, es war 2014. Krass. Vor 9 Jahren. What? Ich weiß das, weil ich dann Max kennengelernt habe. Oh mein Gott, yes, good. Okay, ja. Auf jeden Fall, da waren es 2 Semester intensiv. Krass. Und dann theoretisch nochmal 2, aber da war ich nicht mehr so intensiv im Start. Nein, ich war, also ich habe das Studium zu Ende gemacht, aber ich weiß noch, dass ich die ersten 2 Semester mega motiviert war und dann in den anderen 2 dann nicht mehr so mega. Aber ich hatte damals eine Freundin von mir, mit der ich immer so 24/7 war, die hatte einen spanischen Freund. Und ich glaube, dadurch habe ich ziemlich schnell da Fortschritte gemacht, irgendwie, weil ich halt, wir waren wirklich immer zusammen, sie hat immer bei mir gepennt und ich bei ihr. Und wenn sie halt mit ihm telefoniert hat, habe ich das immer gehört. Und sie haben halt jeden Tag telefoniert, und dann habe ich halt immer das im Hintergrund aufgeschnappt. Und ich glaube, dadurch habe ich da ziemlich schnell für die Verhältnisse, dass es ja nur so kurz war, ziemlich Fortschritte gemacht. Gut. Aber mit Fortschritt meine ich, dass ich halt dann irgendwie einen normalen Satz mal rausgekriegt habe oder so. Und dann waren wir noch in Valencia zusammen für 2 Monate oder so, was nicht mehr, oder 1,5. Und da halt immer gebechert und da. Ja, das ist dann einfach dran. Und da, also das gebechert hört sich jetzt voll assi an, aber mit Alkohol läuft es halt irgendwie schneller. Ja, und da hatte ich dann eigentlich ein ganz gutes Niveau, glaube ich, für das, wie kurz ich es erst gelernt hatte. Aber ich meine, es ist jetzt halt eben 8 Jahre oder 7 Jahre her, und da gar kein Spanisch mehr geredet, wirklich gar keins mehr. Und dann auch nicht irgendwie nochmal einen Kurs oder irgendwas gemacht, bevor wir her sind mit meinem Freund. Und dann habe ich hier wieder gelernt. Und das war ein Schock, muss ich sagen. Also ich habe gedacht, dass ich es noch viel besser kann. Weil ich hatte es ja in Erinnerung, in Spanien hat es ja damals irgendwie geklappt, sich zu verständigen. Dann kam ich hierher und es war erstmal ein richtiger Schlag ins Gesicht. Vor allem muss man halt, hast du wahrscheinlich in irgendeinem Videos auch schon gesagt, dass das hier halt kein Spanisch ist, sondern, also es ist Spanisch, aber... Ist Chilenisch. Ist Chilenisch, die haben so viele Modismen und so, die schlucken die Wörter, alles heißt irgendwas anderes.
auch der Humor ist ein riesen Part of... Wobei den Humor finde ich gar nicht so schwer zu verstehen. Nee, nicht der Humor, sondern dieses, dass sie dann so reden. So. Achso, Also sie macht halt zum Beispiel, sie sagen dir so einen Witz, so... Die erzählen was oder so. Und dann wollen sie, damit sagen sie dir quasi, dass du lachst, dann lachen alle, aber ich so, kannst du mal dich entspannen, ich habe gar nicht verstanden, was du gesagt hast. Also ist egal, lachen. Ist egal, das ist ein Zeichen für Lachen. Ja, ich war so, okay. Das liebe ich irgendwie, das ich ist auch. Genau ich finde es auch, ja. Auch irgendwie, ja, richtig witzig, aber... Aber am Anfang jemand erzählt dir was und dann sagst du so, und du verstehst irgendwann so, okay, du musst jetzt lachen, aber es war so... Du lachst einfach so, Aber so hast du nichts verstanden von der Story und dann dachte ich, ja, aber jetzt lachen und zu verstehen ist auch blöd, aber das war dann so, und dann float es weiter und die reden und reden und denkst so... Aber es ist auch blöd, am Anfang war es voll schwierig, weil wenn du die Witze nicht verstanden hast, du sitzt da und lachst halt nicht. Ich wurde so viele Sachen gefragt, so, ob ich so bin, obwohl ich so gar nicht bin. Zum Beispiel wurde irgendwie mal am Anfang ein paar Mal gesagt, du bist ja schüchtern oder so, oder du redest nicht so viel, denn ich so... Jo, also ich würde sagen, ich bin nicht unbedingt der schüchternste Mensch und auch nicht der unkommunikativste. Gar nicht. Sondern eigentlich eher das Gegenteil, würde ich sagen. Ja. Und das hat mich so gefrustet, das hat mich wirklich belastet am Anfang, dass ich meine Persönlichkeit nicht ausdrücken konnte. Ja. Das hat mich auch voll genervt am Anfang, dass ich auch keinem sagen konnte, dass ich ihn gern habe oder dass ich dankbar bin oder dass es ein schöner Tag war oder dass ich solche Sachen halt, ne? Weil am Anfang wirst du voll viel eingeladen und mitgeschleift, weil die Leute denken so, oh Gott, die Armen haben keinen Anschluss und dann nehmen die dich überall hin mit und dann willst du deine Dankbarkeit ausdrücken oder irgendwas und das geht einfach nicht. Ja, das geht, das stimmt. Und es ist dann nur so, ciao. Und dann so, ja, gracias. Und dann denkst du nach, so, Mann, warum habe ich das nicht da gesagt und da? Und dann rattert es in deinem Kopf so, das hätte ich ja so sagen können oder so, aber das weißt du halt im Moment nicht. Du bist einfach so überfordert auch irgendwie. Ja. Da merkt man doch, du bist am anderen Ende der Welt, wo ich dachte, das wird gar kein Problem, irgendwie so gar keinen Schiss gehabt, das läuft alles. Und dann merkst du aber schon, oh krass, du bist halt doch nicht zu Hause irgendwie. Und diese Sprache hat so einen großen Einfluss irgendwie. Ja. Deswegen, wenn ich jetzt nochmal hierher kommen würde, würde ich nochmal einen Kurs davor machen, weil das war am Anfang schon, ja. Aber ich bin dann halt mit 2 Chilenen zusammengezogen, also eben in diese WG mit den 2 Chilenen und mit der Französin. Und mit der Französin vor allem habe ich viel gelernt, mit der Naila, weil sie halt einfach ein klareres Spanisch hat irgendwie und sich in mich reinversetzen konnte, weil sie ja auch irgendwann mal angefangen hat mit Spanisch lernen. Aber du hast sogar Französisch in der Schule gelernt, oder? Ja, ich hatte in der Schule und das hat mir mega viel gebracht. Ja, das denke ich, dass das voll viel. Ich hatte zum Beispiel kein Französisch in der Schule. Ja. Nee, da muss ich sagen, ich habe das weiß man, in der Uni habe ich so gedacht, warum kann ich mir das alles so schnell merken? Und das war, weil es halt so viele Parallelen waren. Und das ist bei Max nämlich auch so. Also mein Mann, der hat auch in der Schule Französisch gelernt und er kann auch noch ziemlich gut Französisch. Also weiß ich nicht, ob er müsste wieder reinkommen, aber er versteht noch ziemlich viel und so. Ah, krass, ja. Und deswegen war es halt voll nervig für mich, weil wir haben ja wirklich beide gemeinsam in Spanisch bei Null angefangen. Und es war wirklich eine richtige Frustration für mich, bis heute eigentlich. Verstehe ich. Dass er sich so viel leichter tut, das zu lernen. Und wenn wir dann zum Beispiel, wir waren ja nur zu zweit mit der Lehrerin. Und dann haben wir auch Übungsaufgaben gemacht. Und dann war immer, wenn ich drin war, ich musste halt immer voll überlegen, mich voll anstrengen. Und da ist halt voll viel passiert in meinem Kopf. Und er dann halt schon auch mal so, also nicht genervt, aber halt schon, du hast schon gemerkt. Also, ja, also wir waren halt, obwohl wir auf dem gleichen Niveau waren, habe ich mich dümmer gefühlt. Weißt du, das liegt bestimmt am Französischen. Ja, liegt auch, hat er auch gesagt. Das ist halt so, ja, das weiß er, weil das ist im Französischen auch so. Das ist super frustrierend. Ich habe das sogar mit meiner Mitbewohnerin, die wohnt hier seit 4 Jahren und hat hier einen chilenischen Freund. Aber ich frustriere das trotzdem dann, wenn, also ich habe halt die Grammatik irgendwie jetzt nie in der Tiefe irgendwie gelernt oder so, weil das damals in der Uni, das war ja alles so Basics irgendwie und deswegen, ich habe nie diese ganze Grammatik gelernt und sie benutzt halt irgendwie Vergangenheitsform dann perfekt und ich denke mir so, hä, wie kannst du das gerade so gut anwenden? Und dann sagt sie halt, ja, ist ja halt im Französischen genau das Gleiche, deswegen macht es für sich Sinn. Und dann frustriert mich das irgendwie, ich denke, wow, also nicht, weil ich ihr nicht gönne, aber weil ich denke, boah, ich brauche viel länger irgendwie, um auf dieses Niveau zu kommen. Ja. Man muss aber sagen, du bist ja jetzt auch nicht mehr aktiv am irgendwie Spanisch lernen oder so. Das ist tatsächlich eine Sache, ich habe niemals in der ganzen Zeit mich richtig hingehockt und gelernt wie in der Schule. Nie. Also diese Kurse ich habe die Hausaufgaben gemacht, die Übungen, aber ganz ehrlich, wenn man sich wirklich hinhockt, dann nach 10 Minuten, Viertelstunde ist so eine Hausaufgabe auch erledigt. Du hast dich nicht nochmal richtig reingelegt. Nee, also gelernt nach Definition habe ich 0,0. Also ich habe mich nie hingesetzt und wirklich irgendwie mir Strukturen angeguckt oder Übungen. Also, na gut, wir haben mal eine Zeit lang ein bisschen zusammen so, aber das waren vielleicht in Summe 5 oder 10 Mal, da gab es so ein Rad, wie nennt man das, wie so ein Losrad quasi, du schubst es an und dann macht und dann bleibt es irgendwo stehen. Und es waren halt auf jedem Feld, also es war digital und auf jedem Feld. Das war ja
Ding zu Hause. Nee, das war so ein digitales Spiel von unserer Lehrerin und dann ist es auf irgendeinem Verb stehen geblieben und dann haben wir quasi das Verb durchkonjugiert in allen Zeiten. Ah ja, okay. Oder wir haben vorher eine Zeit festgelegt, die wir halt zum Beispiel gerade neu gelernt haben und haben das dann durchkonjugiert und auf diesem Rad waren halt die häufigsten Verben sozusagen. Okay, ja. Das haben wir vielleicht 10 Mal gemacht in der ganzen Gut, Zeit. Aber das bringt ja, also es bringt ja schon was, aber du musst halt da konstant irgendwie dran sein. Ja. Am meisten bringt es natürlich auch dann in dem Land zu sein hier, aber... Ja, das ist, macht den größten Unterschied, in dem Land zu sein. Aber ich fand es halt schon am Anfang irgendwie schwierig. Also gerade mit meinen Mitwohnern, alle voll lieb und so, aber ich wollte teilweise nicht aus dem Zimmer raus die ersten Tage, weil ich dachte, oh mein Gott, ich verstehe die einfach nicht. Und ja, also die Frage war ja auch, wie lange hat es gebraucht? Und ich würde sagen, dass das jetzt auch erst seit einem halben Jahr ist, dass ich wirklich problemlos alles verstehe, was die sagen. Ja, bei mir auch. Aber also es gibt immer noch, ja. Ja, also es gibt aber immer noch Momente, wo ich denke, what? Was? Und so, nee, ich habe gerade irgendwie gefühlt gar nichts verstanden. Ja. Aber es kommt auch total drauf an, wenn du jetzt hier aufs Land fährst, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Oder du merkst auch, das hatten wir letztens, du merkst total die Schichten, die sozialen Schichten irgendwie. Ja, je niedriger das Niveau, desto undeutlicher wird's. Aber die Quickos, die haben nochmal andere Ausdrücke, die musst du halt kennen. Kann man ja ganz normal sagen, weil die... Also die Quickos sind die Schnösel quasi, die halt die Hochverdiener. Die Bonzen, sagt man doch. Die Bonzen, achso, habe ich gehört. Aber, nee, habe ich nicht gesagt. Achso. Weil ich nicht wusste, ob man sowas hier sagen kann. Das ist klar. Aber Bonzen... Bonzen ist ultra negativ, genau. Aber Quickos ist nicht, hat keine, ist neutral. Quicko heißt einfach Person. Ich finde Quicko mega negativ. Es ist ein bisschen lustig gemeint auch. Es ist so ein bisschen. Bonzen ist halt. Ja, Bonzen ist halt, also wenn du jemanden als Bonzen bezeichnest, dann kommst du von unten, der das sagt. Und Quicko kannst du auch dich selber als Quicko bezeichnen. Genau, du kannst auch über dich selber sagen, dass du Quicko bist. Oder du kannst auch sagen, das ist voll die Quicko-Aktivität oder so. Also das ist halt sowas, das gibt es im Deutschen nicht, den Ausdruck. Und ja, ich würde auch, das kann man nicht 100% mit Bonze gleichsetzen. Nee, eben nicht. Also es ist Hochverdiener, aber das halt schon auch so die Aktivitäten von Hochverdienern. Also eine Person, die viel Geld hat und aber auch das auslebt. Also es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die haben viel Geld, aber denen siehst du es nicht an. Oder die leben dann auf dem Land in dem, und machen einen Bauernhof und betreiben irgendwie, retten arme Tiere oder so. Das ist dann auch kein Quicko. Sondern das ist halt eine Person, die viel Geld hat, aber was anderes macht. Aber ein Quicko ist halt quasi jemand, der dann auch in einem teuren Stadtteil wohnt und ein Auto hat und... Und auch total politisch, finde ich. Also, genau, und eine starke politische Meinung hat. Und also auch alle Quickos, die ich kenne, ich finde es gerade so komisch, dass wir das, aber weil hier sind ja keine stehen wahrscheinlich, aber... also alle Quickos, die ich kenne, haben eins zu eins die politische Meinung, kommt genau die gleichen die sind Sätze rechts raus. Halt, ne? Und sind alle rechts und die fängt schon ihren Satz an und denkst so... Ja, also hier ist es auch ganz interessant, also nur so als Definition, jetzt ohne persönliche Wertung, aber je mehr Geld, desto rechter und je ärmer, desto linker. Ja, und dann gibt es aber auch wieder... also natürlich nicht ausnahmslos, ne? Nee, nicht ausnahmslos, halt so, wenn du es so über einen Kamm schaffst. Ja. Das wäre jetzt aber nochmal so ein ganzes... Ja, also es schneidet jetzt gar nichts an, aber... Genau. Aber was war die Frage? Wie es mit deinem Schied ist? Nee. Was? Hä, was war die Frage? Ich weiß nicht mehr. Wie wir die Sprache gelernt haben. Wow, okay. Wie wir die Sprache gelernt haben. Nein, okay, warte mal. Also eine Sache noch zur Sprache. Ja, ich will auch noch danach. Also ich habe ungefähr ein Dreivierteljahr bis Jahr gebraucht, um mich ausdrücken zu können. Basic. Also jetzt nicht voll die krassen Gefühlsduseleien, aber wirklich zu sagen, Kappas zu sein, in der Lage zu sein, auch mein Wort nachzuschlagen und zu benutzen in der Grammatik, die ich schon kenne. Also quasi, mir haben noch Wörter gefehlt, aber ich konnte wirklich dann zum Concierge gehen und sagen, hey, bei mir kommt Wasser aus der Decke oder ist nie passiert oder halt, ich habe keinen Strom oder hier riecht's verbrannt, ruf mal die Feuerwehr oder solche Sachen halt, ne? Dass mir vielleicht ein Wort gefehlt hat, aber ich hatte die Kapazität, mit meinen grammatischen Kenntnissen mich auszudrücken und beschreiben oder so. Ja, ja, genau, Sachen zu beschreiben. Und nochmal ein Jahr später bin ich jetzt in der Lage, eigentlich 95% zu verstehen. Ja. Verstehen hat deutlich länger gebraucht bei mir. Als sprechen können? Ja. Ah, krass, okay. Also, ich kann es gar nicht sagen. Aber das liegt, glaube ich, vielleicht daran, dass ich eine kolumbianische Lehrerin hatte und die sprechen viel einfacher. Also, Agnes und ich haben auch ein ganz anderes Spanisch. Irgendwie. Ja, voll krass. Haben wir vor allem mal gemerkt, als wir uns auch mal mit meinen Freunden getroffen haben. Ne? Da bin ich in einen ganz anderen Mode irgendwie reingerutscht, quasi von der Sprache her. Du bist viel umgangssprachlicher als ich. Ich also bin sehr korrekt. Und Agnes spricht viel korrekter einfach. Also ich, ja, wahrscheinlich würdest du besser rumkommen in einem Land, wo man neutraleres Spanisch redet, als mir wird es schwerer fallen, wahrscheinlich die chilenischen Floskeln und so zu umschreiben. Genau. Weil ich natürlich das Grundspanisch, was ich gelernt habe, war in Spanien. Also zum Beispiel,
kenne ich auch manche Begriffe, die hat Freddy, also mein Freund, der kennt die gar nicht, der weiß dann gar nicht so, was ist das, oder auch Naila, die astreines, perfektes Spanisch redet, chilenisches, die kennt manche Sachen nicht, die ich dann kenne, weil ich die noch irgendwie im Hinterkopf ausfalle. Aber Agnes redet viel korrekter, also... Ich rede halt hochspanischer und mit weniger Umgangssprache und Carmen wiederum ist halt voll, also viel chilenisierter als ich. Sie hat halt viel mehr, sie redet halt mit den Chilenen und bei mir hört man halt sofort, dass ich halt nicht von hier komme. Gut, das hört man bei dir vielleicht auch, aber direkt, dass ich auch nicht hier gelernt habe, das hört man auch. Genau, man hört, dass du irgendwo anders gelernt hast. Ja. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass ich mich irgendwann anhöre wie eine Chilenin, dass man es nicht sofort merkt. Also da will ich schon noch hin. Ja, ich versuche jetzt, mich da irgendwie nicht mehr zu versteifen, aber dieses R kann ich einfach nicht. Also ich habe... Du kannst es irgendwie wegen Bayerisch noch ein bisschen besser gefühlt. Ich muss mich da sehr zwingen, das klingt sehr künstlich, wenn ich das mache. Es ist immer so ein Umbruch, also deswegen lasse ich es manchmal jetzt auch einfach schon weg, aber zum Beispiel heiße ich Carmen und mit zweiten Maria und in Deutschland sage ich mit Carmen Maria und hier sagen, mich begrüßen hier auch die Leute manchmal mit Hola Carmen Maria, weil sie das so hören, wenn ich das rede, denken die, dass ich Carmen Maria heiße, die schreiben mich auch mit K teilweise, weil ich das so hart ausspreche. Ich kann es aber nicht. Carmen Maria, es hört sich so unnatürlich an. Oder El Perrito Rojo. Okay, da geht's, aber ich finde es sau schwierig. Ja, also ich rolle inzwischen, aber ich habe nur einen Roller. Ich sage halt nicht Rojo, sondern ich sage Rojo. Also ich habe wirklich nur einen Schnipper. Und es gibt, das finde ich aber das schwierig, dass es diese zwei gibt. Also wenn es zum Beispiel bei Rojo, also bei Rojo, ist es ja Anfangsbuchstaben, dann ist es R. Oder bei Sange. Bei Hund oder Aber. Genau. Hund schreibt man mit zwei R, Aber schreibt mit einem R. Also Perro, also El Perro ist der Hund und Perro, was so suave, also so leicht gerollt ist, ist das Aber. Ich krieg's nicht hin, vergiss es. Ich sage Perro, El Perro. Also bei mir ist dann das E eher unterschiedlich. Genau, Nicht das R. Es ist wirklich schwierig. Aber ich glaube, man muss da auch gucken, dass man sich die nicht so drin verkopft, weil es hat mich am Anfang so frustriert, dass ich das nicht hinkriege und ich habe es jetzt irgendwie ein bisschen akzeptiert, weil ich weiß noch nicht, ob ich es jemals hinkriegen werde. Es geht irgendwie mit der Zunge gefühlt einfach nicht. Also nach 2 Jahren kriege ich es jetzt immer noch nicht hin. Ich habe bei mir ein bisschen die Vermutung, es liegt an meinem Zungenpiercing. Weil ich nicht dieses... Also was ich perfekt könnte, was für mich viel natürlicher wäre, wäre das französische... Das kann ich auch viel besser. Also weil das ja hier hinten... Und ich habe noch nie Französisch gelernt, aber das ist für mich ein total natürlicher Ausdruck, aber das R auf der Spitze, da blockiert halt quasi mein Zungenpiercing, bremst halt diese Vibration. Und zusätzlich haben wir dieses R nirgends. Ja, also in Franken, also mein Mann hat ja, das schon. Ja, stimmt, ihr habt aber das, ich bin ja nur nach Franken gezogen 2015, also ich bin ja eigentlich nicht aus Franken und die Franken haben ja auch immer gehört, dass ich kein Franke bin. Ja, aber macht man das nicht überall in Bayern? Nein, das machst du nur in Franken. Nein. Ich bin ja eh eigentlich aus Friesen, also für mich ist ja alles nur... ich bin da ja nicht so, wie sagt man, da gibt es ein Wort dafür, nicht so dogmatisch. Aha, ja. Also Leute, es gibt Teil 2, vielleicht sogar Teil 3. Oh, ich dachte gerade, wow. Ich bin schon ausgegangen. Ich bin ja schon gewohnt von Max, der macht auch immer irgendwie so. Und ich immer, Matrix. Okay, also Leute... Stay tuned. Nächste Woche, selber Tag, ich weiß noch nicht, welcher es sein wird, kommt Teil 2. Und dann erzählen wir euch, wie wir uns kennengelernt haben. So. Yes. See you nächste Woche.